Da spritzen sich Leute mit Ozempic quasi dünn. Also die wollen mit einer Spritze abnehmen. Sie zum Beispiel, sie sieht es wahrscheinlich nicht ein, einfach mal Sport zu machen, ihren fetten Arsch hochzukriegen. Und nutzt dann einfach Medikamente, die Diabetiker benötigen. Was soll denn die Scheiße? Was ist los mit den Leuten? Einfach mal Arsch bewegen, wissen, was machen. Sorry für meine Ausdrucksweise, aber es kann einfach nicht sein, dass Diabetikern ein lebensnotwendiges Medikament fehlt, nur weil manche Menschen zu faul sind und ihren Arsch nicht bewegen können. Was ist eigentlich Ozempic, die sogenannte Abnehmspritze? Semaglutid ist hier der Wirkstoff, der dafür sorgt, dass Insulin freigesetzt wird, gerade in der Darmregion nach dem Essen. Und die Sättigung ist relativ schnell da. Das heißt, Menschen können nicht so viel essen, weil sie schneller gesättigt sind und brauchen sich dann nicht mehr bewegen können, so abnehmen. Ist das die Lösung? Nein, das ist nämlich nicht die Bekämpfung der Ursache. Die Menschen müssen ihren Stoffwechsel erhöhen, den Grundumsatz erhöhen, einfach auch langfristig ein vernünftiges Gewicht erreichen können. Und das können sie nicht, indem sie sich einfach Monate, Jahre lang spritzen. Krafttraining ist am Ende wirklich und Sport ist die Lösung und keine Spritze. Menschen, die sich einfach dünn spritzen, werden danach wieder fett, weil sie es nie gelernt haben.